Ja, es hat eben in erster Linie den Anschein, als ob psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter zugenommen haben. So dramatisch, wie es oft dargestellt wird in den Medien, so dramatisch sehe ich die Situation eigentlich nicht. Was sich geändert hat, ist, dass wir psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter einfach sehr viel offener, interessierter entgegentreten, dass wir aufmerksamer geworden sind, weil wir alle miteinander achtsamer geworden sind gegenüber diesen Auffälligkeiten. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein positiver Aspekt, weil wir wissen, wenn wir Kinder und Jugendliche mit seelischen Auffälligkeiten, mit seelischen Erkrankungen, wenn wir sie rechtzeitig identifizieren, dann eröffnet uns das auch gleichzeitig wieder eine Chance, hier helfend einzugreifen und Fehlentwicklungen zu verhindern. Welche Faktoren kommen in Frage, dass bei Kindern und Jugendlichen psychische Erkrankungen auftreten, sich entwickeln, im ungünstigen Fall auch chronifizieren? Meistens ist es keine einfache Angelegenheit, sondern es kommen mehrere Aspekte zusammen. Interessant ist dabei, dass es eigentlich jede Familie treffen kann. Und wir beim ersten Hinschauen überhaupt nicht sagen können, was ist eigentlich jetzt schuld daran, dass dieses Kind eine psychiatrische Symptomatik entwickelt. Und wir müssen dann im Rahmen unseres diagnostischen Prozesses den Fall analysieren, genauer anschauen. Und dabei stoßen wir gar nicht so selten darauf, dass das Kind eine bestimmte Veranlagung mitbringt. Zu dieser Veranlagung beispielsweise zu einer Depression, zu einer Zwangserkrankung, zu einer Essstörung, zu der gesellen sich dann ungünstige situative Umstände, ein Konflikt in der Familie, eine schwierige Situation in der unmittelbaren Umgebung des Kindes, vielleicht eine schulische Überforderung. Möglicherweise kommt dazu, dass aus dem unmittelbaren Umfeld eine Bezugsperson erkrankt, dass die Familie, dass es zu einer Trennung in der Familie kommt, ein Todesfall. Und so ist es sehr häufig bei den unterschiedlichen Erkrankungen so, dass ein Bündel von Ursachen zusammentreffen muss, dass eine psychische Erkrankung sich herausbildet, dass aus einer schwierigen Lebenssituation sich eine krankhafte Störung entwickelt. Die häufigsten psychischen Störungen, die wir in der Klinik sehen, die sind sicherlich noch ein bisschen anders geartet als diejenigen, die der Kinder- und Jugendpsychiater, der Kinderarzt in der Praxis sieht. Wir sehen natürlich die schwierigeren Fälle, die Fälle, bei denen die Symptome ausgeprägter sind, bei denen schon eine längere Vorgeschichte besteht. Das, was uns am meisten Sorgen macht und was wir am häufigsten sehen, sind eigentlich tagtäglich Kinder und Jugendliche mit depressiv-suizidalen Zustandsbildern. Das Mädchen, der Junge, der von den Eltern, möglicherweise von der Polizei, von der Straße aufgegriffen, nach einem Suizidversuch, nach der chirurgischen Versorgung oder nach dem Magenauspumpen, nach Einnahme von Tabletten im somatischen Krankenhaus uns eingeliefert wird. Das sehen wir leider sehr häufig, was uns auch heutzutage große Sorgen macht, ist, dass es sich nicht um einfache Krankheitsbilder handelt, sondern um die Kombination von unterschiedlichen Krankheitsbildern, die sich zu einem Problembereich ausgebildet haben. Also zum Beispiel das depressive Kind, bei dem schon über eine längere Zeit eine unerkannte Teilleistungsstörung, wie zum Beispiel eine Leserechtschreibstörung, eine Dyskalkulie, eine Rechenstörung entwickelt hatte, die bis dato unentdeckt blieb. Ein depressives Kind, das über eine längere Zeit eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung hatte. Oder eben ein Kind, ein Mädchen mit einer dekompensierten Essstörung, die schon über eine längere Vorlaufzeit unter Stimmungsproblemen gelitten hat. Also die Kombination des Phänomens der Komorbidität, das ist etwas, was uns in der Klinik häufig begegnet, was eine große Herausforderung für uns bedeutet. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch wichtig,
darauf hinzuweisen, dass wir auch in der Klinik immer wieder Kindern und Jugendlichen begegnen, die uns von den Eltern, von besorgten Eltern vorgestellt werden, wegen eines Symptoms, wegen einer Problematik, die den Eltern Sorgen bereitet, bei dem sie Schlimmeres vermuten und bei dem wir dann nach einem Kennenlernen des Kindes, nach einer genaueren Analyse der Problematik sagen können, also hört mal, macht euch nicht so große Sorgen, hier handelt es sich um ja sicherlich eine Verhaltensauffälligkeit, um ein Problem, das sich in den letzten Wochen, Monaten irgendwie herausgebildet hat, das aber doch mehr oder weniger ein Ausdruck einer normalen Krise in schwierigen Entwicklungsjahren in der Pubertät ist oder in einer anderen problematischen Übergangszeit, die es ja im Kindes- und Jugendalter in verschiedenen Schwellensituationen gibt. Situationen, in denen wir Eltern sagen können, hier sind pädagogische Veränderungen sinnvoll, hier ist es wichtig, mit eurem Kind besser ins Gespräch zu kommen, abzuklären, mit der Kindergärtnerin, mit dem Lehrer, mit guten Freunden und Bekannten, welches Problem dem vielleicht zugrunde liegt, was wir als Eltern vielleicht im täglichen Umgang in letzter Zeit versäumt, vernachlässigt haben. Und so ist für mich auch ein wichtiger Grundsatz, auch bei uns in der Klinik, in der Ambulanz, dass wir Eltern in entsprechender Situation signalisieren, nicht jede Auffälligkeit bei eurem Kind ist eine Störung, sondern hier kann man oft mit kleinen Maßnahmen, mit kleinen Veränderungen wichtige Veränderungen bewirken. Natürlich fragen uns Eltern, betroffene Eltern von erkrankten Kindern ganz schnell immer, wie geht das aus, wie geht es weiter, wird mein Kind wieder gesund, verliert mein Kind die schwere Tickerkrankung, den Zwang, die psychotische Symptomatik und muss man sagen, das Wort Heilung bei psychischen Erkrankungen ist ein bisschen schwierig, ein bisschen problematisch, weil wir wissen schon, dass schon seit vielen, vielen Jahren, seit es Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt, dass es eine Reihe von Störungen gibt, von Krankheitsbildern, die in Kindheit und Jugend beginnen und die das betroffene Kind möglicherweise sein ganzes Leben lang begleiten werden. Das klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, aber auf der anderen Seite kann man sagen, dass es auch eine nicht geringe Anzahl von Störungen gibt, die in schwierigen Entwicklungsphasen auftreten, die Sorgen bereiten den betroffenen Familien, die eine günstige Prognose haben, die kommen und manchmal auch ohne großes Zutun von selbst wieder abflauen, vergehen, milder werden oder bei denen eben nach rechtzeitiger Diagnose und rechtzeitig eingeleiteter Therapiemaßnahmen sehr günstige Verläufe erwartet werden können, günstige Prognosen gestellt werden. Das kann man oft bei psychischen Erkrankungen nicht im Moment der Diagnosestellung sicher sagen, aber eines wissen wir auf jeden Fall, es gibt keine Störung im Kindes- und Jugendalter, keine Erkrankung, auch eine solche, von der wir wissen, dass sie chronisch, dass sie ein Leben lang verläuft, bei der es nicht sinnvoll wäre, bei der es nicht berechtigte Aussichten gibt, dass wir durch sinnvolle Therapiemaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Familie, mit Lehrern, mit anderen Bezugspersonen eine wichtige Stütze für das Kind, für seine Entwicklung anbieten können. Und insofern ist es immer angezeigt, immer sinnvoll, ein Kind mit einer vorübergehenden oder vielleicht mit einer chronischen psychischen Störung zu begleiten und die Familie auf einen Weg zu führen, auf dem sie durchaus mit Hoffnung weitergehen kann. Was können Familien selbst machen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp ist in diesem Zusammenhang, dass Eltern aufmerksam bleiben sollen, dass Eltern sozusagen mit freischwebender, aber nicht mit übertriebener Aufmerksamkeit ihr Kind im Auge behalten, dass sie nicht auf jede kleinste Veränderung, aber auf Veränderungen im psychischen Bereich achten, bei denen das Kind gewohnte
Lebensstile verändert, bei dem es sich zurückzieht, bei dem es Kontakte aufgibt. Und dann als zweiten Schritt mit dem Kind im Gespräch bleiben. Mit dem Kind im Gespräch bleiben, mit dem Partner, sofern vorhanden, sich Zeit nehmen, über Veränderungen des Kindes sich auszutauschen. Manchmal, wir sehen ja vielleicht sogar statistisch häufiger Kinder in inkompletten Familien, häufiger mit psychischen Auffälligkeiten. Da wäre es dann gut, wenn der betroffene, alleinstehende Elternteil im Freundeskreis oder Ansprechpartner hat, wenn er mit der Kindergärtnerin, mit dem Lehrer, unter Umständen auch mit Freunden des Kindes in Bezug bleibt und einfach sozusagen immer darauf achtet, den unmittelbaren Kontakt zum Kind nicht zu verlieren, dann ist der nächste Schritt möglich, nämlich wenn ich als Eltern verunsichert bin, dass man dann in einem nächsten Schritt professionelle Hilfe dazu zieht, um Rat fragt. Das kann der Kinderarzt sein, das kann der Schulpsychologe sein und dann eben in einem zweiten Schritt gegebenenfalls auch die Kontaktaufnahme zum Kinder- und Jugendpsychiater, zum Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten, der sich dann doch aus professioneller Sicht ein exaktes Bild von der Problematik des Kindes macht. Ja, in dem Buch geht es mir und dem Journalisten Harald Hordig, der mich da unterstützt hat, darum, ja, in erzählerischer Weise 10 Fälle zu schildern, 10 Fälle von Kindern und Jugendlichen, die ganz spezielle psychische Erkrankungen haben. Und es ging uns darum, jetzt nicht wie in einem Lehrbuch hier eine einzelne Kasuistik darzustellen, wie das Ganze ja auch, wie dieses gemeinsame Buch ja auch kein Sachbuch, kein Lehrbuch im engeren Sinn sein soll, sondern ein Erzählbuch mit Geschichten von Kindern mit psychischen Problemen. Und wen wollen wir damit ansprechen? Wir wollten mit unserem Buch zum Beispiel Eltern ansprechen, die mit einem psychisch kranken Kind zusammen leben. Eltern, die vielleicht ein Kind haben, bei dem sie sich im Moment Gedanken machen, weil irgendwas nicht so läuft, wie sie sich's wünschen. Aber wir meinen auch, dass es Interesse findet bei allen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Es interessiert vermutlich Lehrer, Kindergärtnerinnen. Es interessiert vielleicht auch Menschen, die sich überlegen, mal in dem weiten Feld zu arbeiten, wo man Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten begegnet, was es sicherlich nicht ist. Es ist, wie ich schon sagte, kein Fachbuch. Dafür gibt es die Lehrbücher, in denen man sich dann exakter informieren kann. Aber wir haben schon auch versucht, bei jedem Patienten, den es im Übrigen in Wirklichkeit so gar nicht gibt, sondern den wir schon aus Gründen des Respekts vor dem einzelnen Patienten, aus Gründen der Schweigepflicht, uns einfach ausgedacht haben, aus dem Wissen heraus, das ich jetzt aus dem Umgang mit psychisch kranken Kindern und Jugendlichen in vielen, vielen Jahren erworben habe, haben wir uns Fälle konstruiert und wir sind der Meinung, dass man anhand dieser Fälle doch eine Menge erfahren kann, wie solche Störungen verlaufen. Und ich glaube, was das Schöne dabei ist, dass die Fälle doch signalisieren, es lohnt sich immer, sich so einem Kind zuzuwenden, mit so einem Kind zu arbeiten, weil es lässt sich in jedem Fall eine Menge erreichen.